Da mein Vater Amerikaner ist, haben wir einen großen Teil meiner Kindheit in Amerika verbracht. Um genau zu sein, in San Diego, Kalifornien, was sich direkt an der mexikanischen Grenze befindet. Noch bis zum Jahr 1850 gehörte Kalifornien zu Mexiko und daher ist die Esskultur in Kalifornien auch sehr stark vom mexikanischen Essen geprägt. Das erste, was ich jedes Mal gemacht habe, wenn ich nach San Diego geflogen bin, ist es bei einem mexikanischen Bistro namens Cotixan an der Genesee Avenue anzuhalten und mir einen unvergleichlich leckeren Supreme Burrito zu bestellen, welcher mit Sour Cream, Reis, Bohnen, Salat, Pico de Gallo und Käse gefüllt war. Dieser selbstgemachte Burrito kommt zwar nicht einmal annähernd an den unvergleichlich leckeren Geschmack der Burritos von Cotixan heran, aber versetzt mich dennoch in Nostalgie und lässt mein Herz jedes Mal etwas höher schlagen. Und das Rezept zu den Burritos lade ich natürlich bald hoch.